Hier zeige ich, wie man die Jumper T-Light mit einem Whoop koppeln kann. Dazu verwende ich einen Beta FPV Meteor 65 FR Sky LBT Whoop, den ich zuerst unter Betafly von FR Sky LBT Protokoll auf D8 Protokoll ändere. Ich schließe den Quad per USB an den PC an. Mein Betafly Konfigurator ist bereits installiert. Beim ersten Mal werden die Treiber für den Flugcontroller unter Windows installiert. Sollte keine Verbindung zu Betafly klappen, dann sollte man unbedingt den ImpulseRC Driver Fixer downloaden und starten. Der korrigiert die Windows-Treiber und sogar die DFU-Treiber, die benötigt werden für späteren Firmware-Updates von dem FC. Jetzt kann ich mich über die COM-Schnittstelle bei mir 10 mit dem Quad verbinden. Gehe ich in den Tab Konfiguration und stelle dort den Empfänger Protokoll von FRSKY XLBT auf FRSKY D um. So habe ich einen besseren Empfang mit dem FRSKY D8 Protokoll. Speichern und neu starten. Die Funke einschalten. Ich drücke lange auf die Modelltaste. Hier sieht man bereits ein Modell 01. Wir stellen ein neues Modell für den FRSKY D8 Empfänger. Drücken lange auf die Enter-Taste, dann auf Create Model. Model 2 wurde angelegt. Jetzt geht man auf die Seite 2 mit der Modell-Taste. Zuerst tragen wir einen Namen für das Modell ein, hier D8. Großbuchstaben kann man einstellen mit lange Drücken auf die System-Taste. Über die Enter-Taste speichere ich die Eingabe. Mit der nach oben Taste gehe ich rückwärts bis zum Internal RF, wo ich einen internen Sender auswähle, der hier in der Jumper T-Light ein 4-in-1 Multimodul ist. Unser Empfänger ist vom Typ FRSKY X und erst bei Subtype stellen wir D16 auf D8 um. Und so haben wir das FRSKY D8 Protokoll eingestellt. Jetzt müssen wir noch die Schalter zu den Kanälen zuordnen. Hier gehen wir über die Model-Taste auf die Seite 6, wo der Kanalmixer ist. Fügen wir beim Kanal 5 mit lange Drücken auf Enter-Taste einen neuen Eintrag, gehen auf Source und drücken auf Enter-Taste. Jetzt blinkt die Kanalquelle. Nun schalte ich den Motorarm-Schalter. Bei mir nehme ich den linken SWC-Schalter und schon sieht man unter Source den Schalternamen SWC. Nun ist mein Motor-An-Aus-Schalter voreingestellt. Das gleiche mache ich mit dem Kanal 6. Hier richte ich einen Schalter für den Flugmodus, aktiviere wieder die Source-Feldeingabe und bewege den 3-Stufen-Schalter SWB auf der rechten Seite. SWB-Schalter wird in der Source angezeigt. Wir verlassen die Kanaleinstellungen und richten unter Kanal 7 noch einen Schalter für den Baser oder Flipover auf der Crash-Funktion ein. Hierzu verwende ich den Dreifachschalter SWA. Nun haben wir die drei Schalter in dem Kanalmixer hinzugefügt. Den Kanal 8 lasse ich leer, obwohl man hier einen vierten Schalter anlegen könnte. Nun können wir den Quad binden. Der Meteor 65 wird an einen Akku angeschlossen und dann wird der Bind-Knopf gedrückt. Die blaue LED sollte jetzt dauerhaft leuchten. Auf der Funke gehe ich auf die Modellseite. Erneut über die Modelltaste gehe ich auf die Seite 2. Mit der Nach-Oben-Taste komme ich rückwärts zu dem Receiver-Eintrag, wo wir Bind-Schaltfläche auswählen und die Enter-Taste drücken. Jetzt sollte die Funke piepsen. Bei dem Meteor 65 Whoop sehen wir, dass die blaue LED anfängt zu blinken. Somit ist das Koppeln erfolgreich abgeschlossen. Beende ich das Koppeln an der Funke, dann sehe ich sofort die Verbindungsstärke RSSI als 4 Balken dargestellt. Die blaue LED am Quad leuchtet jetzt dauerhaft und der Quad ist jetzt mit der Funke verbunden. Wir machen den Akku ab und legen den richtig in den Quad rein.
Ich teste nun, ob der Quad über meinen Motor anschalter SWC startet. Hierzu muss der Gashebel immer auf 0 stehen, da sonst die Motoren nicht starten. Schalte an und schon drehen die Motoren. Sollten die Motoren nicht angehen, obwohl der Gashebel auf 0 ist, dann stimmt etwas mit den Einstellungen und der Betaflight-Konfigurator nicht. Also schließen wir den Quad per USB an den PC an. Legen den Quad schön waagerecht, zum Beispiel auf ein Klebeband ab. Gehen unter Betafly Konfigurator auf den Tab-Eintrag Empfänger. Und hier sieht man sofort den Fehler, dass der Gashebel am falschen Kanal R liegt. Sollte aber auf Kanal T sein. Die Kanalzuordnung kann man rechts ändern. Die Jumper ist auf die Kanalreihenfolge AETR voreingestellt. Und so stellen wir das rechts auf AETR-Kanalreihenfolge ein. Einmal speichern und schon funktioniert der Gashebel am richtigen Kanal. Man kann die weiteren drei Kanäle prüfen, aber diese sind dann immer richtig. Jetzt testen wir noch die Schalterbelegung. Unser Motor an Schalter ist auf Kanal 5, also unter Betafly ist das AUX 1. Flugmodus Schalter SWB liegt auf AUX 2 und der Basisschalter SWA auf AUX 3. Wir gehen jetzt zu der Schalterbelegung unter Betafly auf dem Tab Modes. Die Armfunktion ist unser Motor Anschalter, der richtig funktioniert, wird aber hier rot angezeigt, weil wir mit dem PC verbunden sind. Angle ist der stabilisierte Flugmodus für Anfänger, der bei uns auf dem Schalter SWB liegt und auf der untersten Stufe 1 ist. Auf Stufe 2 ist das Flugmodus Horizon, welches 360 Grad Drehung beim Fliegen erlaubt. Ist der Schalter auf Stufe 3 eingestellt, dann sind Angle und Horizon aus und ich fliege manuell den sogenannten Acro-Modus. Wir testen jetzt nochmal die Schalter und die Motoren gehen mit dem SWC-Schalter an. Wir testen noch den Schalter SWA, der für Flip-Over After Crash-Modus ist. Mit dem Schalter kann ich die Drohne nach einem Absturz auf dem Kopf wieder um 180 Grad drehen lassen. In dem Flip-Over-Modus drehen sich immer zwei Motoren in der falschen Richtung. Und so klappt das Flip-Over-Modus auch. Jetzt sollte alles funktionieren und ich kann mein Meteor 65 wunderbar mit der Jumper T-Lite fliegen. Viel Spaß beim Fliegen!